Essen dort. Ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Mit dem Superball. Ach, schau. Ich schau. Ja, was, Frankvogel? Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit. Ich gebe jetzt schön einen Keulen. Talk Power granted. Hallo liebe Leute zur 151. Beanstalk-Folge. Heute bin ich, der Niki, auch wieder dabei und bei mir ist heute der Stefan. Hallo. Ja, wir sind heute zwar nur zu zweit, aber ich denke, wir werden trotzdem Spaß haben. Genau, dafür haben wir auch wenige Themen. Genau, alles weniger für euch. Wir haben unser Pulver in der 150. verschossen vor zwei Wochen. Ja, die war aber auch stark, muss ich nochmal sagen. Also, danke. Hat Spaß gemacht. Ich habe auch gar nicht alle Ankündigungen mitbekommen, wie wir schon festgestellt haben im Chat. Ja. Ich war ganz überrascht, dass Almost Daily wieder da war. Ja. Naja. Umso schöner war es denn. Da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Okay, gerne. Ja, wir haben heute eigentlich nur ein paar News. Zum einen erstmal die Hochzeit zwischen Steffen und Miri, habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen. Da bleibt uns eigentlich nicht viel zu sagen, außer alles Gute zu wünschen und viel Freude in der Zukunft. Genau. Ansonsten schien ja da die halbe Firma anwesend zu sein, was man so von Instagram-Posts und Stories und so gesehen hat. Es scheint ein rauschendes Fest gewesen zu sein. Und auch sehr überraschend. Da war ja vorher meines Wissens nicht bekannt, irgendwie öffentlich, dass die beiden überhaupt zusammen sind und jetzt verheiratet. Aber auch nichts mitbekommen, ne? Ja, sehr schönes Paar. Ist ja jetzt schon das zweite bekannte Rocket Beans Paar. Mhm. Ja. Schauen wir mal, was da noch so passiert. Genau. Wer noch so heiratet oder sich verlobt oder was auch immer. Auf jeden Fall unsere herzlichen Glückwünsche an die beiden. Ja, so schlimm kann es ja dann nicht sein in der Firma, ja. Wenn ja. Naja, vielleicht wegen Kurzarbeit haben alle mehr Zeit für Privates, ich weiß es nicht. Nein. Nein, Spaß. Ja. Ja, dann können wir eigentlich schon wieder zu Almost Daily zurückkehren, weil da habe ich zumindest die nächsten zwei kleinen Punkte her. Und zwar war Budi bei der ersten Rückkehrfolge dabei und hatte Teile aus seiner eigenen RKT-BNS-Kollektion an. Ohne das vorher mit irgendwem abzusprechen, scheinbar. Und das war halt so ein Hint, dass die bald rauskommt. Mehr weiß man noch nicht. Ja, also Nils hatte ja schon eine und Eddie schon zwei, glaube ich. Ja, Eddie diese Tennis und vorher halt seine erste eben. Weiß gar Football nicht, was. Irgendwie so, was auch immer, ja. Genau. Ja, jetzt kriegt Buddy halt seine und dann soll er noch. Arno, Simon hatte ja schon, obwohl ich gar nicht mehr weiß, ob das war ja irgendwie so ein eigener Shop nochmal, da war ich auch verwirrt. Also diese Mon-Kollektion, die es da gab. Ja, die hatte, glaube ich, nichts mit RKD-PNS direkt zu tun, oder? Ich weiß, das kann auch sein. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr genau, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Nö, ich habe nur nichts davon gekauft, deswegen keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, ich fand die Teile jetzt nicht so beeindruckend, aber ich habe es auch noch nicht richtig gesehen. Vielleicht, gut, wenn man das mal. In dem Almost Daily hat man ja auch nur das Shirt gesehen, was er anhat, oder? Eine Mütze hat er aufgehabt. Ach, die Mütze, auch, okay. Ich glaube, die war auch davon. Die sah zumindest ziemlich ähnlich aus. Okay, so genau habe ich da ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Ich habe dann extra mal, ich habe es eigentlich nur angehört und als er dann meinte, er trägt die Sachen, habe ich extra mal ins Video reingeklickt. Aber hat sich jetzt nicht eingeprägt. Also war jetzt nicht, oh ja, das muss ich kaufen oder so. Mhm. Mal gucken, kann ja noch werden, wenn man es dann von allen Seiten angucken kann auf der Seite oder so. Ja, genau. Müssen wir abwarten. Wir wissen ja noch gar nicht, wann das denn rauskommt und so. Ja, wird schon, vielleicht noch dieses Jahr. Schauen wir mal. Was er auch erzählt hat, da freue ich mich für ihn, dass er jetzt austherapiert ist nach 3 Jahren Psychotherapie, die er wohl gehabt hat mit stationär und allem. Mhm. Oder zumindest Klinikaufenthalt, also eventuell teilstationär, das wissen wir nicht genau, aber es geht uns auch nichts an. 3 Jahre war das, krass. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass er jetzt nach 3 Jahren fertig ist. Ja, auf jeden Fall weiterhin alles Gute und ich freue mich, dass er das erstens so oft erzählt hat und auch durchgehalten hat und jetzt wieder scheinbar öfter auf dem Sender zu sehen ist, zumindest schon mal für Almost Daily und es scheint ihm ja besser zu gehen und ja, hoffen wir, dass es so bleibt. Er macht ja jetzt auch wieder regelmäßiger mit seinem Bruder auf dem Twitch-Kanal Sachen.
Ach stimmt, die sind oft live. Ja, da haben sie vor kurzem auch Starfield gespielt mit Anne war, glaube ich, zu Gast und weiß gar nicht, noch eins oder zwei andere Leute. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, aber da hatte ich nur die Vorschau gesehen. Also, dass sie es machen wollen, irgendwie auf Twitter oder danach gesehen, dass da was lief oder so. Also, da gab es irgendwie auch zwei Abende, wo sie dann länger in einer größeren Gruppe, sag ich mal, Starfield gespielt haben. Ja. Ja. Habe ich gar nichts von mitbekommen, aber es ist, glaube ich, auch nicht meine Art Spiel, deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Ja, wäre meine Art Spiel, aber ich muss sagen, die Bohnen machen da überraschend wenig dazu. Bisher. Findest du? Ja. Da gab es einmal diese, ja, also am ersten Tag oder am zweiten Tag gleich am Abend dieses 3 Stunden Starfield-Spiel, wo Eddie, jo. Valentin und wir waren der dritte. Habe ich schon wieder vergessen. Weiß gar nicht gemacht haben. Ansonsten habe ich auf dem Sender gar nichts gesehen. Und in den Einzelstreams habe ich auch nur eine Session bei Nils mitbekommen. Ja. Ich weiß nicht, ist das so ein Spiel, wo man irgendwie mehr davon hat, wenn man öfter das zeigt? Nö, eigentlich nicht, oder? Also das. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Spiel noch selber gar nicht gespielt. Kommt da wahrscheinlich auch immer drauf an, wie man es spielt. Da kann man ja halt der Story folgen oder so komplett sein eigenes Ding machen. Ist dann wahrscheinlich auch immer sehr spielerabhängig. Aber ich würde mir da gerne was dazu angucken, weil, wie gesagt, selber noch gar nicht zum Spielen gekommen und weiß auch noch gar nicht, ob ich da Bock drauf habe, aber ich würde gerne schon ein bisschen was von der Welt sehen. Aber es scheint ja jetzt im Endeffekt doch gar nicht so geil zu sein, sage ich mal, wie die Erwartungen waren. Ja, die waren ja auch ja. Übertrieben hoch nach all den Jahren Wartezeit. Das war ja fast Duke Nukem Ausmaß. Ja. Oder Half-Life 3. Oh, ach so, ja. Naja. Aber gut. Ja. Aber du hast recht, für einen Sender wäre es wahrscheinlich wirklich nichts. Ich glaube, das ist zum Zugucken relativ öde. Gerade wenn einer da sein eigenes Ding macht, dann muss er ja die ganze Zeit erklären, warum er jetzt was macht. Ja. Oder man macht so ein wortloses Let's Play wie Florentin manchmal, wenn er da die Rakete gebaut hat oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel hieß. Aber ja. Kerbal Space Program, oder? Wahrscheinlich. Ja, glaube, ja, genau. Ja, wo man dann einfach nur so wie so eine Nachtschleife da so zuguckt, das geht vielleicht auch. Naja, gut, kommt immer drauf an. Also ich hätte jetzt Red Dead Redemption zum Beispiel, wenn ich es selber gespielt hätte, hätte ich mir da auch jemanden angeschaut, der es komplett durchspielt, glaube ich. Aber da bin ich vielleicht auch eher die Ausnahme. Naja, gut. Ja, bin ja sowieso kein Let's Play-Fan. Ich verstehe das nicht ganz, warum man das anguckt. Ich auch nicht so sehr. Aber wenn, dann schaue ich mir gerne sowas an. Oder halt auch so Rätselspiele, wie es dann Florentin eben häufig macht oder auch Nils. Naja. Ja. Lassen wir die Leute selber entscheiden. Ja, sowieso. Genau, ich habe wieder eine kleine Merch-Meldung für die Zuhörer. Gut, dass du heute wieder dabei bist. Ja, ein Glück, letzte Woche wusste sie ja gar nicht, was sie kaufen sollte. Ja. War ich wohin mit ihrem Geld? Also wenn ihr jetzt noch 28 Euro übrig haben solltet, könnt ihr die entweder uns PayPalen. Nein, Spaß. Nein. Es gibt für 28 Euro ein Buch von Rocket Beans in Zusammenarbeit mit dem Katapult Verlag. Und da sind 100 Karten über die Gaming-Welt abgedruckt. Ja, Katapult Verlag ist so ein Verlag, der immer so politische Sachverhalte meist in leicht verständlichen Grafiken oder auch Weltkarten aufarbeitet. Und haben jetzt eben mit Rocket Beans zusammen dieses Buch veröffentlicht. Das könnt ihr auch nicht im Rocket Beans Shop kaufen, sondern nur über den Katapult Shop. Wenn euch das interessiert, schaut doch mal rein und kauft es vielleicht, weil die können auch gerade jeden Cent gebrauchen, so wie sie es auf ihrer Website und Social Media dargestellt haben. Die sind wohl gerade an der Existenzgrenze, wenn das so alles stimmt, was sie da so hingeschrieben haben. Wobei ja einige Leute das Buch auch schon haben, weil das gab es ja schon als Vorabversion quasi auf der Gamescom zu kaufen. Ach echt? Okay, das habe ich wieder nicht mitbekommen. Doch, das gab es im Rocket Beans Shop, also am Merchstand, genau. Ja. Da gab es das schon in einer begrenzten Vorabauflage. Und krass. Vor dem eigentlichen Verkaufsstart. Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn ich das mal ausgedruckt sehe, dann werde ich vielleicht auch schwach. Ist bestimmt ganz cool, denke ich mal.
Ja, wobei. Ich habe doch immer Angst, dass sowas eventuell schnell veraltet, wenn da so Statistiken und so drin sind und Karten und so. Ja, erstens das, dann weiß ich auch nicht so, also ich weiß jetzt nicht genau, wie das aufgebaut ist, aber wenn dann jetzt wirklich nur die 100 Karten drin sind und dann so ein paar kleinere Erklärungen, das schaut man sich dann halt einmal an und das war's dann. Ja, vielleicht als E-Book wäre es gar nicht so eine schlechte Idee, aber so als echtes Buch, keine Ahnung. Ja, na gut, aber vielleicht sind ja auch, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich habe da, glaube ich, auch von diesem Verlag noch nie irgendwas, also gekauft oder so habe ich auf jeden Fall noch nie irgendwas. Und vielleicht sind ja auch irgendwelche Karten drin, die man sich dann wirklich auch an die Wand hängen kann oder so, wenn da was Cooles dabei ist. Weiß aber nicht, ob das so aufgebaut ist. So die Super Mario World Weltkarte wäre ganz cool. Ja. Würde ich mir zum Beispiel hinhängen. Sowas, naja. Naja, ist auf jeden Fall mal was anderes. Aber die Bohnen experimentieren ja sowieso gerne mal mit Sachen, die sie auf den Markt bringen. Finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn dann mal so ein bisschen was Exotischeres ist, wie den Kaffee oder den Tee, den es mal gab, oder das Bier. Die Raketenbrause. Ich glaub, den gibt es auch immer noch. Der steht wahrscheinlich, steht der Tee neben der Brause. Ja. Na gut. Als ich das letzte Mal eine Führung im, muss ich dran denken, als Flo von seiner Reise erzählt hat, als ich letzte Mal eine Führung da im Headquarter hatte, da hatten sie alles, was irgendwie Freifläche war, noch mit den Resten von dieser Brause zugestellt, so eigene Wände gezogen und immer, ja, wollt ihr eine Palette mitnehmen und so. Also das war, musste unbedingt raus. Ah ja, wird ja auch nicht schlecht. Doch. Ist ja nichts. Ja, echt? Ich hab noch eine Dose. Okay. Ja, stimmt, ist Molke drin, ne? Ja, weiß ich nicht. Können wir mal gucken. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Ja. Kann ich ja mal live im Stream irgendwie aufmachen. Dann gucken wir mal, was passiert. Wie die Actionfigur. Ja, müssen wir direkt die Notrufnummer vorwählen. Ja, die ist auf der 1 schon, sicherheitshalber. Ja. Ja. Ich wollte zum Merch-Stand auf der Gamescom noch was sagen. Ich war zwar nicht dort, aber es hieß ja im Forum, dass das Pinset dort verkauft wird und dann die Reste wieder in den Shop gestellt werden. Also entweder haben die Leute auf der Gamescom alles weggekauft oder es wird einfach nie wieder in den Shop gestellt. Da muss ich eine kleine Kritik äußern, falls hier irgendjemand Offizielles zuhört. Ich würde das sehr gerne haben wollen. Oder falls jemand von den Zuhörern das nicht braucht oder so. Ja, ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Stimmt, da hatte ich gesehen, dass du im Forum auch nachgefragt hast, hast du keine Antwort bekommen. Nee, also das erste Mal, ja, da hieß es ja, haben wir eingepackt, kommt dann wieder, wenn die Gamescom rum ist. Und ich dachte so, naja, wartest du mal ein bisschen, weil so, das wird ja jetzt nicht das erste sein, was sie machen, wenn sie wieder zurück sind. Ja. Aber dann hatte ich gefragt und dann kam jetzt noch nichts, deswegen, keine Ahnung, Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht ist er wirklich ausverkauft gewesen, wer weiß. War einfach zu schön. Ja, das war es erstmal von mir, so. Okay. Das war es auch, glaube ich, schon an News, weil was jetzt noch bekannt gegeben wurde, waren jetzt die genauen Daten für einige Sachen, die jetzt die nächsten anderthalb Wochen kommen, aber das haben wir alles in der letzten Ausgabe schon besprochen, da ist jetzt auch nichts Neues dazu bekommen. Von daher können wir mit Ankündigungen jetzt gar nicht glänzen und auch mit Recaps müssen wir, glaube ich, beides sagen, dass wir jetzt, also in den letzten zwei Wochen lief jetzt auch nicht so viel, sag ich mal, auf dem Sender. Und wir haben beide zu unserer Schande LMG mit Chino nicht gesehen, richtig? Richtig. Ja, also das werden wir noch nachholen, war bestimmt auch wieder gut, aber ich habe auch gesehen, dass das geht auch fast 2,5 Stunden. Also da, ja. Muss mal ein bisschen spulen, muss oder mal, doppelte Geschwindigkeit. Ja, oder sich eben Zeit mitnehmen. Nee. Okay. Nee. Es gibt so viel Content, da kann ich nicht 2,5 Stunden gucken, wie einer Eiweißriegel ist. Das stimmt natürlich. Das geht einfach nicht, ja. Sorry. Was mir gerade einfällt, was ich noch gesehen habe, war das Jugendzimmer. Da ging es um das N64 und das Jugendzimmer war eines der wenigen Male ohne Grogi, weil der kurz vorher krank geworden ist. Ach was. Da war dann Eddie, Gregor, Mel und Vitus dabei. Ja, und sie haben halt
alte N64-Spiele gespielt. Mehr. Geil. Kannst du ja nachholen. Geht auch, aber. Habe geht ich schon mehr Bock drauf als auf die Eiweißriegel. Okay, geht auch 2 Stunden 40, sehe ich gerade. Vielleicht ist genau da mein Problem. Okay. Das hatte ich, ist am vergangenen Donnerstag gelaufen, am 7.9. Stark. Kannst dann du noch, mal, das kannst du mal reinschauen, mich. Ja. Ja. Ja, und ein anderes Thema oder zwei kleinere Themen, über die wir jetzt noch sprechen wollten, um jetzt nicht nach einer Viertelstunde schon abmoderieren zu müssen, ist so ein bisschen die Entwicklung von Bundesliga und so allgemein, was so grob damit zusammenhängt. Also kurz zur Erklärung, es lief am, oh Gott, wann war es denn? Am Dienstag, also am 12. zum Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft haben Nils, Eddie und Tobi relativ spontan ein Watch Together gemacht. Also sie waren alle drei zu Hause. Wie so ein Audioflick, ne, quasi. Ja, genau. Sie waren alle drei zu Hause, haben dann den Stream der ARD angeschalten und jeder für sich dann quasi zeitgleich das Länderspiel geguckt und dann so ein bisschen drüber gesprochen und kommentiert und im Anschluss noch so einen kleinen Talk über die Nationalmannschaft allgemein. Da ist ja momentan, also ich glaube, das haben auch so ziemlich alle Nicht-Fußball-Interessierten mitbekommen, mit Trainerwechsel und so weiter, einiges im Argen, sage ich mal. Da gab es da großen Gesprächsbedarf. Und im Nachgang dessen, eben in diesem Talk, hat dann Eddie nebenbei erzählt, dass sie gerade ernsthaft am Überlegen sind, den aus Bundesliga einen eigenen YouTube-Channel zu machen, also so quasi wie bei Kino Plus, wo dann eben Bundesliga kommt oder Bundesliga drauf läuft und sie eben dann auch mal so spontane Streams einschieben können oder kurze spontane Talks oder so zu aktuellen Themen machen können, was jetzt auf dem Hauptkanal von RBTV wahrscheinlich nicht so leicht funktioniert. Und da gab es dann auch die Befürchtung, dass sie dann eben viel im Homeoffice machen wollen und Bundesliga dann quasi irgendwie zurückgesetzt wird oder so. Dem hat allerdings Tobi direkt im Forum widersprochen, indem er gesagt hat, das ist absolut nicht der Plan, sondern es soll dann, wenn das denn umgesetzt wird und auch das Publikum Bock drauf hat und es eben angenommen wird, sogar mehr aus dem Studio kommen und so diese Homeoffice-Streams quasi nur als Ergänzung zu den eigentlichen Sendungen, die es dann geben wird, hin und wieder bei aktuellen Themen oder aktuellen Entwicklungen kommen sollen. Und da war jetzt mein Gedanke, hier mal kurz ein bisschen drüber zu sprechen, wie wir das denn so allgemein empfinden. Also das erste Thema ist so, einen eigenen Bundesliga-Kanal. Was hältst du denn davon, Niki, dass die Sendung und alles, was so mit Fußball dann quasi zu tun hat, auf einen eigenen Kanal auszulagern, so wie bei Kino Plus? Das ist mir richtig egal, weil ich verfolge ja generell den Verein, sage ich immer. Und deswegen wäre es mir auch egal, wenn das alles auf einem Channel ist, wenn es irgendwelche Vorteile für den Algorithmus hat oder wenn es tatsächlich Leute gibt, die sagen, ich abonniere nur den Fußballkanal dann oder ich abonniere nur den Kino Plus Kanal, alles andere möchte ich nie sehen oder so. Dann ist das wahrscheinlich ratsam, das so zu machen, aber ich glaube nicht, dass das irgendeinen großen Vorteil hat. Und wenn die drei, ich habe das jetzt so verstanden von der Erklärung, dass sie zusammen diese spontanen Streams machen wollen. Ja gut, ich gehe mal davon aus, wenn es wirklich spontan ist, dann halt wer gerade Zeit hat. Ja, das können sie auch so schon machen. Also, ne? Also die können ja so alle schon live gehen, alle drei. Außer Tobi ist, glaube ich, nicht in der Twitch-Unit. Es nicht, aber, bei kann ihm wahrscheinlich auch irgendwie live gehen. Ja, das hat er jetzt bei dem Länderspiel auch funktioniert. Und da hat er auch von zu Hause aus gestreamt. Ja. Also das können sie ja trotzdem machen, auch ohne extra YouTube-Channel, glaube ich. Also das das könnten sie machen, aber dann hätten sie halt im Nachgang keinen Kanal, wo sie das Ganze hochladen können. Außer sie würden es eben auf den RPTV-Hauptkanal hochladen. Das ist es ja jetzt auch, oder?
Das ist, diesmal wurde es hochgeladen, ja. Aber wenn es dann, ich habe das so verstanden, wenn es dann jetzt irgendwie drum geht, keine Ahnung, der FC Bayern hat seinen Trainer entlassen oder so, dass sie dann eine halbe Stunde später quasi live was dazu machen und das dann im Nachgang hochgeladen wird, wo dann, also so Sachen, wo dann keine oder keine große Planung dahinter steht. Ja. So hatte ich das verstanden, dass das dann auch mit ein Vorteil von einem eigenen Kanal wäre. Kann schon so sein, aber das könnte auch, weiß ich nicht, auf Ede Live YouTube-Channel hochgeladen werden oder ja. So, einfach als Stream-Ausschnitt, wie sonst auch. Genau. Okay, da muss ich das sagen, das finde ich noch schlechter. Weil dann war doch jetzt auch so, Eddie hat doch 10 Minuten was gesagt zum Fußball aus und gleichzeitig Basketball-Sieg. Ja, ja. Und das habe ich auch mitbekommen, also weiß nicht. Das schon, aber wenn es dann jetzt wirklich, wenn dann 2 oder 3 Leute oder vielleicht sogar 4, wenn Nico da auch irgendwie noch mit dabei ist, dass das Ganze dann geht halt so der Bezug zu RBTV verloren. Da finde ich jetzt ja, das stimmt. Dahingehend so einen eigenen Bundesliga-Channel schon gut. Aber so diese Zersplitterung, die es so gibt, finde ich allgemein ein bisschen, ja, ich finde es unübersichtlicher. Ich meine, es gibt jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viele Kanäle gibt es denn bei RBTV? Es gibt den Hauptkanal, es gibt den Gaming-Kanal, den Let's Play-Kanal, Kino Plus. Gibt es den Let's Play-Kanal noch, ja? Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, okay. Gibt es Hengi noch? Ich glaube nicht. Da wurde aus dem Hengi-Kanal wurde ja der Let's Play-Kanal. Ach, guck, okay. Und, alles klar. Gut, Game 2, aber das ist ja sowieso so ein bisschen außerhalb. Game 2, ja. Also das sind dann jetzt schon 5 Kanäle. Ja. Und dann käme dann... Das Problem, ich habe die alle abonniert, aber ich kriege die alle gar nicht angezeigt. Also ich kriege eigentlich nur mit, was auf dem Hauptkanal hochgeladen wird. Alles andere unterdrückt der liebe Algorithmus irgendwie immer. Zumindest kommt es bei mir nicht hoch. Ich weiß nicht, kriege ich viel nicht mit. Wie jetzt Jugendzimmer oder so, keine Ahnung. Ja, Jugendzimmer ist halt auch sowas, da muss man dann erstmal suchen, wo das denn hochgeladen wurde. Ja. Würde ich jetzt mal vermuten, auf dem Gaming-Kanal. Aber ich weiß es nicht. Ich schau gerade. Ja, ist tatsächlich auf dem... Chef noch selber. Ja, ist tatsächlich auf dem Gaming-Kanal. Okay. Aber ja, das ist aber mit so einem Problem, was ich sehe, wenn sich das zersplittert, mag zwar für die einzelnen Formate dann gar nicht so schlecht sein, also jetzt zum Beispiel Leute, die jetzt nur Bundesliga schauen oder jetzt nur an Fußball interessiert sind, aber mit dem ganzen Gaming-Kram oder mit dem, sag mal, oder Gaming ist ja sowieso so ein bisschen ausgelagert, aber die jetzt aktuell, während wir aufnehmen, läuft Werwolf. Leute, die sich sowas nicht anschauen, bekommen dann einmal die Woche mindestens ein Video, wo es um Fußball geht. Oder bekommen die ganzen Almost Dailies. Ja, und? Also weiß ich nicht, wischt man es halt weg oder so. Ja, aber anscheinend ist es ja dann auch wieder so eine Algorithmusgeschichte. Ja. Dass dann der Bundesliga-Kanal dann in dem Falle mehr gepusht werden würde. Was man natürlich machen könnte, wäre einfach Playlisten zu abonnieren und die müssten dann aktuell gehalten werden. Ja, oder eben wirklich auf der Rocket Beans TV-Seite sich die einzelnen Shows abonnieren. Ja, aber da bekommst du... Das habe ich am Anfang auch mal gemacht, aber irgendwie kriege ich es nicht hin oder das funktioniert einfach nicht. Das ist aber jetzt für die Bohnen dahingehend wieder schlechte, da bekommst du halt keine Laufkundschaft. Die bekommst du ja wirklich nur bei YouTube. Ja, weil ich weiß nicht, ob die von Laufkundschaft leben. Ich habe nicht das Gefühl. Ja, weiß ich auch nicht. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Kino Plus anschaue, der Kino Plus-Kanal hat jetzt 100.000 Abonnenten. Und die Videos, wenn ich mir jetzt so die letzten Sendungen anschaue, immer so oder meistens so zwischen 40.000 und 50.000 Zuschauer. Also das ist schon ein krasses Verhältnis irgendwie. Und ich weiß nicht, das klingt jetzt alles nicht so doll. Schade für den ganzen Aufwand. Ja, zum einen ist es wenig. Also der Hauptkanal hat 608.000. 6-mal so viel. Genau, ja. Und aber ich meine, wenn bei 100.000 Abonnenten dann Aufrufzahlen von 50.000 zu haben, das ist schon heftig. Das ist krass, ja. Aber da, ich kann es auch überhaupt nicht einschätzen, ob der Bundesliga von profitieren würde. Ich bin da, wie gesagt, also so allgemein bin ich ein bisschen zwiegespalten.
einerseits. Frage ist halt auch, ja? Wenn jetzt Fußballfans den Fußballkanal abonnieren, ob die dann vom Hauptkanal irgendwie D-Abo machen. Naja, wer macht denn bei Mist. YouTube jemals irgendwo ein D-Abo? Ah, touché. das kommt ja wirklich sehr selten vor. Ja, stimmt wohl. Aber das wäre dann halt auch wieder schlecht, für die Marke oder so. Aber da da bin ich mir ziemlich sicher, dass so die Gesamtzahl an Abos steigen würde, wenn man dann beide Kanäle zusammenzählt. Ja. Weil ich glaube auch nicht, dass der Hauptkanal Abonnenten verloren hat, als Kino Plus ausgelagert wurde. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja. Oder wenn, dann zumindest nicht stark. Aber na gut. Also fassen wir mal zusammen, du sagst, dir ist es relativ egal. Ja. Und ich bin auch so, bisschen skeptisch, aber im Prinzip auch so das Team egal. Wenn ich was mitkriegen wenn ich was mitkriegen möchte, dann kann ich es ja trotzdem noch hier, wie jetzt zum Beispiel der DFB-Talk, kann ich mir ja trotzdem angucken, wenn mich jetzt auch das tagtägliche Bundesliga-Geschehen nicht interessiert, kriege ich die wichtigen Diskussionen ja doch immer mit irgendwie, also auch wenn ich nicht Fußball-Fan bin. So. Ja, wobei jetzt gerade das zum Beispiel würdest du vielleicht sogar noch eher mitbekommen, wenn du wüsstest, okay, da schaue ich mal, ob das Bundesliga-Team was dazu gemacht hat. Ich bin vielleicht sowieso ein Spezialfall. Ich habe ja auch zufällig den Audiokommentar gesehen, obwohl ich nicht mal wusste, dass Fußball läuft. Ja, ich glaube, wir beide sind ja sowieso nicht repräsentativ. Nee, zum Glück nicht. Die ja jetzt sowieso sehr viel von Rocket Beans schauen. Naja. Ja, stimmt. Ja, okay. Das andere Thema, da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen, weil das jetzt gar nicht so Bundesliga-spezifisch ist, ist so der Unterschied zwischen Homeoffice-Streams und Studioaufnahmen. Wie stehst du denn da so im Allgemeinen dazu? Tja, also Homeoffice-Streams meinst du jetzt, was aktuell so läuft, an Twitch-Unit wahrscheinlich, ja? Ja, entweder sowas oder jetzt auch, gut, Corona war eine Ausnahmesituation, aber wie es in Corona war mit den Almost Dailies zu Corona zum Beispiel, wo dann einfach jeder zu Hause gesessen hat. Ja, da hat mich das irgendwie total verloren. Ich habe alle Almost Dailies geschaut, bis es dazu überging, dass jeder einfach nur noch in seiner eigenen Kachel vor seiner Webcam saß. Da habe ich es dann irgendwie nicht mehr verfolgt, auch wenn man das einfach nur anhören könnte und dann wäre es wahrscheinlich kein großer Unterschied zu dem Tisch vorher. Aber da habe ich irgendwie dann aufgehört, das zu schauen und verfolge es jetzt wieder seit dem Reboot quasi in dem neuen Set. Ja, also eigentlich habe ich nichts gegen Homeoffice-Streams. Gerade zu Corona fand ich das sehr gut, was da Florentin und Konsorten zum Beispiel gemacht haben. Okay, aber da, wo man dann auch so den Wäschehaufen verfolgen konnte und so. Das fand ich sehr spannend. Das kann man immer noch ab und zu verfolgen, oder? Streamt ja gar nicht mehr aus der Wohnung. Ich weiß gar nicht, letzter Zeit auch gar nicht so viel von Florentin gesehen. Das nehme ich auch mein Problem. Ich gucke jetzt zur Zeit sowas gar nicht mehr. Ich gucke auch nicht, wenn irgendwie Nils live ist oder Eddie oder Simon oder so. Manchmal, wenn ich es bei YouTube reingespült bekomme, dann schaue ich so Ausschnitte, die sie dann hochgeladen haben. Oder jemand hochgeladen hat. Wahrscheinlich Nikola, weiß ich nicht. das schaue ich dann halt. Aber ansonsten kriege ich davon überhaupt nichts mit. Ich weiß nicht genau, was ich da verkehrt mache oder ob es einfach zu viel ist oder ja. Ja. Ja, also da stimme ich dir überein. Bei mir ist es ähnlich. Ich finde auch, wenn ich mir jetzt Bundesliga vorstelle, wie das zum Beispiel während Corona war, wo dann jeder zu Hause gesessen hat, oder da war es ja meistens so, einer im Studio und dann zwei oder drei eben zu Hause, finde ich auf jeden Fall schwieriger, weil da ist so, die Gesprächsführung ist dann trotz allem, also auch selbst wenn die Technik nahezu perfekt läuft, hast du ja einen kleinen Leck irgendwie dazwischen und die Leute, die dann zu Hause sitzen, die wissen dann untereinander nicht, wenn der andere anfangen will zu reden oder so, weil sowas bekommt man ja dann live am Tisch doch immer eher mit, und da bin ich auf jeden Fall ein Verfechter der Studios, auch wenn es logisch für die Rocket Beans aufwendiger ist, dann jedes Mal eine Kulisse aufzustellen und sei es nur der Tisch und vier Stühle, aber dann müssen die Kameras gestellt werden und die Regie muss besetzt sein und was weiß ich, was noch alles damit dranhängt. Da
verstehe ich natürlich auch Eddie, dass er sagt, ja okay, wenn wir dann spontan über irgendwas reden wollen, dann verabreden wir eine Uhrzeit, sagen in 15 Minuten, jeder setzt sich an seinen Rechner, macht die Webcam an und startet OBS und das war's dann. Das klappt aber auch nur, weil Eddie Fußballfan ist, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt gar nicht speziell jetzt auf Fußball bezogen, aber jetzt, du weißt, was ich meine. Ja, es ist aber auch einfach langweilig anzugucken. Also ich weiß nicht, ich kann so langsam auch nicht mehr irgendwelche Streamer, die irgendwie Kopfhörer faustgroß haben, sehen, wie sie da mit ihrem Mikrofonarm, der das halbe Gesicht verdeckt, da sitzen und sich nur in der Ecke irgendwie schlecht rausgekiet vom Bild hin und her schieben. Ich finde das nicht so geil. Ich habe da lieber auch in Filmfights oder so, ich habe da lieber, dass die alle im Studio sitzen und ja. Klar, im Prinzip ist Filmfights auch ein Podcast-Format, wenn du es so willst. Du musst das nicht sehen, so, ja. Aber wenn ich schon die Wahl habe, da ein Bild dazu zu haben, dann ist es doch lieber ein ausgeleuchtetes Studioset mit richtig abgefilmt und nicht hier irgendwie alle sitzen vor der Webcam. Ja. Nee, weiß ich nicht. Verstehe ich voll. Ich finde auch, da kommt, egal was für ein Format das ist, also wie du sagst, also selbst wenn es nur so reine Laberformate sind, da ist es dann einfach schöner, wenn die Leute nebeneinander sitzen. Oder sich gegenüber sitzen oder wie auch immer. Wo es jetzt was anderes ist, ist wirklich bei Let's Plays. Also wenn es jetzt so reine Let's Plays ist, sind, da ist es mir völlig egal, wo die Leute sitzen. Weil da hast du dann eben, wie du sagst, da hast du ja meistens dann nur einen Typen, der da irgendwo vor der Webcam sitzt und ins Bild reingeschnitten ist. Ob der dann irgendwo im Studio sitzt oder bei sich zu Hause im Keller oder wo auch immer, das ist ja dann Wurst. Ja, das ist eigentlich Wurst, ja. 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 Ja, ist immer so ziemlich einer negativen Meinung. Ja. Okay. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht so die größte kontroverse Diskussion hier aufgekommen. Aber ich wollte. Ja, muss ich nächstes Mal die Gegenposition vertreten. Ich wollte bloß mal, weil mir das so in dem Zusammenhang, als Eddie das erwähnt hat, so alles durch den Kopf gegangen ist. Und hab gedacht, können wir ja mal kurz drüber sprechen und jetzt gerade heute, wo wir sowieso so wenige Themen hatten, hat sich das angeboten, da mal kurz was zu sagen. Ja, aber zu Kino Plus wolltest du doch noch irgendwas erzählen, nicht wahr? Ach ja, ich wollte noch, stimmt, gut, dass du mich dran erinnerst, ich wollte noch unbedingt die letzte Kino Plus Folge, also vom 14.09. empfehlen. Da war nämlich zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder Wolfgang M. Schmidt zu Gast und Memo Jeftic, der war ja auch schon ab und zu mal da, der ist ja Regisseur, der hat jetzt wohl auch gerade eine Doku über Südkorea oder so gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja, Eddie und Schröck waren da und die vier haben dann einen schönen, entspannten Talk über alles Mögliche, also es ging jetzt gar nicht so sehr um die aktuellen Kinostarts, weil da momentan auch noch Sommerloch ist im Kino anscheinend. Und ja, haben da über verschiedene Filmthemen gesprochen und so und war wirklich ein sehr schöner Talk, den ich auf jeden Fall empfehlen wollen würde. Und was sie auch noch gesagt haben, dass sie direkt im Anschluss ein Spezial zu New Hollywood, also diese ganzen Hollywood-Filme so Ende 60er, Anfang 70er Jahre, glaube ich, wenn ich das gerade richtig zeitlich verordne. Oh geil, da habe ich ja Bock drauf. Ja, halten wollen und wenn das alles geklappt hat, haben sie den dann auch mittlerweile aufgenommen und der dürfte dann ja demnächst hochgeladen werden. Also da freue ich mich auch drauf, weil das ist auch so eine Zeit an Filmen, die mich sehr interessiert und dann auch mit den Gästen. Ich meine, bei Wolfgang kann man geteilter Meinung sein, aber er hat auf jeden Fall immer starke und interessante Meinungen. Und ja, das ist also auf jeden Fall eine große Empfehlung für die Kino Plus Folge, die schon kam und dieses Spezial, was dann demnächst kommen wird. Ich werde es mir auf jeden Fall auf den Zahn legen, wie man so schön sagt. Ich freue mich sehr auf das Special. Ich denke mal, das werden sie dann wieder irgendwann, wenn mal eine Folge ausfällt oder zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie raushauen. So war es ja die letzten Jahre ich immer, dass sie das auf Halde produziert haben. Ja, ich hoffe nicht so spät, aber kann gut sein, ja. Ja, wir werden es erleben, denke ich mal. Genau. Im Prinzip ist es ja egal, wann es kommt. Das stimmt. Ein bisschen schade finde ich, dass Steven nicht dabei ist scheinbar. Nee.
Oh, ich finde, den könnten sie auch gerne mal, auch wenn nicht mehr Corona ist oder so präsent ist zumindest, auch mal trotzdem wieder per Fernseher zuschalten oder so, bevor er gar nicht dabei ist. Hm. Ja, aber finde ich nicht schlecht. Bei Steven ist es, glaube ich, immer sehr schwierig, die Zeit zu finden. Er macht ja doch sehr, sehr viel im Fernsehen. Ja, schade. Ja, für ihn wahrscheinlich besser so. Er wird wohl, wenn er was für ProSieben aufnimmt, mehr verdienen, wie wenn er bei den Rocket Beans im Kinobus sitzt. Noch, ja. Müssen wir mal abwarten. Ja. Das mutmaßen wir jetzt auch noch. Ja, genau, wer weiß. Wer weiß das schon, das wissen nur die Finanzer, ja. Zu Wolfgang wollte ich noch sagen, der bringt bald ein neues Buch raus. Stimmt, oder das hat er auch quasi die Filmanalyse. Ja. Hat er auch vorgestellt in der Sendung. Ja, da war ich eigentlich ganz heiß drauf, aber jetzt hat das in einem Reel oder YouTube Short vorgestellt und jetzt ist meine Vorfreude etwas hinüber. Zum Großteil sind das einfach nur transkribierte Filmanalyse-Videos und da habe ich jetzt so gar keinen Bock drauf, mir die durchzulesen. Mhm. Ja, das hat er auch so in der Sendung erzählt. Ja, also schade. Er hat gesagt, hier und da hat er es halt an die Schriftform anpassen müssen. Ja. Weil er die, also seine Filmanalyse-Videos wohl mehr oder weniger frei hält, was ich auch sehr beeindruckend finde übrigens. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich denke mal, er wird sich da vorher was aufschreiben, aber dann setzt sich vor die Kamera und ja, erzählt das, was er sich aufgeschrieben hat, aber eben nicht so, ja, also da war auch sehr beeindruckend, aber ja, aber du hast recht, also anscheinend sind es dann wirklich nur die Videos, ja. Also Abschriften von seinen Videos mehr oder weniger. Ja, das würde ich mir jetzt nicht ins Regal stellen wollen, nur um es zu haben. Ja, ich mag auch sein Content. Ich fühle mich nur immer sehr dumm, wenn ich das sehe, weil ich das meiste nicht nachvollziehen kann, wenn er da sagt, ja, wie schon Sartre sagte. Und dann denke ich so, muss man das jetzt wissen? Ja. So, also weiß nur ich das nicht? Oder? Nee. Ja, kommt mir also, immer so. Geht mir ganz genauso. Wenn er dann mit irgendwelchen Philosophen kommt oder irgendwelchen Theoretikern von vor 150 Jahren. Ja. Ich habe ja schon bei seinen anderen Podcasts auch immer so meine Probleme, ob es jetzt die 29er sind oder Wohlstand für alle. So, das sind alles so, die reden alle so schlau und dann bin ich immer so, ich verstehe viel davon gar nicht. Und dann, also am besten habe ich es noch, am meisten habe ich noch verstanden, wenn er irgendwie mit Krogi über Rammstein geredet hat oder so. Da gibt's ja nur 4 Folgen von irgendwie. Das könnten sie mal weitermachen. Das war genau mein Niveau irgendwie. Stimmt, das war immer schön. Die haben ja auch 2 oder 3 Moin Moins zusammen gemacht. Ja, da ging das los, cool, ja. Genau. Mhm. Schalala bla. Also bitte bringt Schalala bla zurück. Das mochte ich sehr gerne. Kann ich ja mal in den Supporters Club für eintreten. Mm. Ja. Das wird's wert sein. Na ja, schön. Aber da haben wir jetzt doch noch eine Empfehlung rausgehauen. Ja, für Wolfgang. Für alles, was Wolfgang macht. Und für Kino Plus. Ah ja, siehst du, ja, das werde ich mir gleich mal anschauen. Ja. Mm. Ich habe eigentlich immer die letzten Wochen nur immer die zu den Stellen geskippt, wo die Streaming-Tipps kommen, weil die verfallen ja meistens an demselben Tag noch oder zumindest in der Woche. Und deswegen habe ich immer schnell geguckt, dass ich die noch so mitbekomme. Das war ganz praktisch. Ja. Ja. Aber ansonsten hatte ich in den letzten Wochen irgendwie nicht die Muße, mir das alles, ganze Kino-Plus-Sendungen anzuschauen. Ich weiß auch nicht, weil eigentlich mochte ich das ja immer. Das war ja immer so das Flaggschiff-Format für mich. Ja, Kino-Plus ist auch also eine der wenigen Sendungen, wo es wirklich... Ich würde mal behaupten, jede Folge sehe. Zwar nicht immer direkt am Donnerstag oder so, aber eigentlich hole ich die immer innerhalb von einer Woche nach. Also früher, wo es live war, also wo sie wirklich Donnerstagabend da gesessen haben, da habe ich das auch immer richtig live mitgeschaut. Aber als dann irgendwie rauskam, sie zeichnen es eh vorher auf, da war es mir dann auch nicht so wichtig, das direkt am Donnerstag zu sehen. Ja, wobei, also soweit ich weiß, zeichnen sie das ja maximal einen Tag vorher auf, meistens ja glaube ich sogar am Donnerstag selbst, also da ist ja dann auch kein so großer Unterschied mehr. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich dachte, es passiert vielleicht was Spannendes. Na. Keine Ahnung. Na gut. Ja, haben wir es leider schon, wa? Ja, dann sind wir heute schon durch. Nächstes Mal haben wir sicher wieder mehr zu erzählen, das sind wir dann, wenn ich gerade in den Kalender schaue, kurz vor dem Morten Männer. Vielleicht ist da dann bis dahin schon was durchgesickert, was da lief. Und oh mein Gott.
Ansonsten, ja, schauen wir mal, was die nächsten zwei Wochen auf RPTV bringen. Ich will dich jetzt nicht reinreiten, aber lief nicht irgendwie die Woche auch ein Pen und Paper? Nee. Nee? Okay, also ich hab keins mitbekommen. Gut, dann schneiden wir das weg. Das Einzige, was lief, war kurz nach der Gamescom dieses Immortals of Avernium, oder wie es heißt. Da hatten wir aber letzte Woche, also bei unserer letzten Ausgabe schon ganz kurz drüber gesprochen. Ah ja, das meinte ich, glaube ich. War das das, wo Nils dabei war? Ja, ja, genau. Ja. Ach, das ist schon älter. Ja, ich sehe es hier gerade. Ja. Siehst du, das hatte mir nämlich mein YouTube gestern vorgeschlagen. Da dachte ich, das wäre gerade neu, aber das ist ja hier schon zwei Wochen alt. Ja, zwei oder zweieinhalb. Also wie gesagt, das lief, glaube ich, in der Woche nach der Gamescom direkt. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Okay, dann haben wir doch alles auf dem Schirm, wie immer. Ja, sehr gut. Genau, wie immer. Wir haben bestimmt wieder irgendwas Wichtiges vergessen. Ah, die Leute werden es schon sagen. Ja, genau. Davon ist auszugehen. Auch wie immer. Ja, macht nichts. Dafür sind wir Feedback da. Feedback ist immer gut. Genau. Genau. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Genau, bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüssi.